Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Lumberjacks Dynasty mit eurem Bobas. Ich habe den Brunnen hier mal ein kleines bisschen renoviert, weil ich ja noch diese 100 Holzplanken in der Hand hatte und habe hier vorne am Haus noch ein kleines bisschen rumgebastelt, aber wirklich nur ganz wenig. Ich habe diese 100 Bretter halt verarbeitet und das war's. Dann habe ich einstweilen den LKW geladen hier mit den Spanplatten. Mehr wurde leider nicht produziert, aber ich denke, das ist ja wurscht. Hauptsache, wir können jetzt halt mal ein bisschen was wegverkaufen. Deswegen fahre ich jetzt nämlich auch kurzerhand mal ganz kurz zu dem Händler, dass wir das losbekommen. Und dann hoffe ich auch mal, dass das Holz schon einigermaßen runtergetrocknet ist. Jedenfalls, das war bei 96%, als ich jetzt im gestrigen Part. Danach bin ich nochmal ran an die Container und die Trockner und da waren sie dann bei 96%. Ich glaube jetzt nicht, dass sie ganz trocken sein werden, aber ja, es wird schon passen. Hoffe ich. Oder müssen die 0 sein? Ich weiß es nicht. Ich denke, die müssen 0 sein. Oh. Da hängt schon wieder jemand in der Brücke fest. Zwei Autos sogar. Da scheint es noch ein bisschen buggy zu sein, das Ganze. Ja, naja. Das werden die schon auch noch in den Griff kriegen. Man muss ja immer noch sagen, es ist im Early Access das Spiel. Also kann es da immer noch kleine Problemchen geben. Komm, geh auf. Hier. Keine Zeit vergeuden. Von wegen Bremsen. So, hier müssen wir bloß bremsen. Ups. So. Verkaufen 4 Paletten für insgesamt 1040. Jawohl, verkaufen wir. Und ich habe das jetzt halt umgelegt auf die Space-Taste, wie ihr gesehen habt. Weil ich mir denke, da könnte ich ein klein bisschen schneller sein. So. Ein bisschen langsam machen. Geh uff. So. Was machen wir denn jetzt heute eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Also ich fahre jetzt auf jeden Fall mal zurück zu den Brettern, aber ich denke, dass die Bretter einfach noch nicht trocken sind. Ah, da fahren sie wieder. Er fährt so halb in der Brücke drin. Auch nicht schlecht. Oder zu schwer geladen. Das kann natürlich auch sein. Und hält jetzt den ganzen Verkehr hier auf der Straße. Ne? Mai, mai. So, dann düsen wir jetzt einfach mal zurück. So, lasst uns schauen, ob denn die Bretter so weit sind. Halt, vorne reinfahren. Nicht hier hinten. Sonst muss ich da wieder quer durch das ganze Grundstück. So. Halt. Na, schon wieder falsch gefahren. Und dabei ist es doch gar nicht so schwer. Fahren wir mal hier links. Weil, das habe ich nämlich auch ausprobiert, es geht auf jeden Fall, dass man vom LKW aus die Sachen einlädt. So. Schauen wir mal. 91. Oh wow. Also das braucht anscheinend wirklich lang. Und warum hat es jetzt alle das unten reingedrückt? Da passt es, ne? Aber hier? Naja. Okay, ich will jetzt da mal nicht so sein. Ah, okay, da fehlt natürlich jetzt der Bretter, weil die habe ich ja in die Hand genommen, ne? Ist das Problem. Okay, trockene Bretter ergeben bessere Preise. Das heißt, eigentlich kann ich mit dem Hänger hier Moment, ich möchte bloß ein bisschen näher ranfahren. Und dann nehme ich mir mal nur diese 3 Paletten hier rüber.
So. Die 3 werden nicht reichen wahrscheinlich. Aber ist mir jetzt erst einmal gerade Platte. Wir fahren jetzt mal zu der Baustelle hin und basteln da mal schon ein bisschen was dran rum. Und dann werden wir uns mal des anderen Dingens annehmen. Warte mal, fahre ich jetzt richtig? Ich glaube schon, ne? Wir müssen da hoch. Nee, wir müssen da rüber. Stimmt. Also wir müssen entlang hier hoch, dann da durch und dann dorthin. Was steht da? Da steht der alte Pickup. Achso, ja klar. Klar, habe ich ja gemacht, ne? Und das Hotel in den Bergen, was ist damit? Wo ist das? Ah, das ist da oben. Belohnung 250 Sozialen wird jetzt. Nein. Ach so, sprich mit der Dame. Nee. Wir machen weiter Ketten der Vergangenheit erstmal. Es gibt hier anscheinend auf jeden Fall viel zu tun. Ich möchte ja, wenn, dann das ganze Haus auch reparieren mit dem eigenen Holz. Und dann wollten wir ja noch das eine Grundstück kaufen. Da kann ich dann nämlich auch noch ein paar Bäume fällen. Muss auf jeden Fall auch sein. So, normalerweise links, aber kürzer ist der Weg hier lang. Genau, über die Brücke drüber. Solange ich nicht irgendwo festhängen bleibe, ne? Kann es ja egal sein. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht unbedingt eine Hauptstraße, aber es ist ein kürzerer Weg, würde ich jetzt behaupten. So, und dann müssen wir wieder runterwärts fahren. Erst einmal immer geradeaus. Immer der Straße nach. So, genau, dann sind wir nämlich da. Das automatisches Bremsen. Und dann müssen wir hier irgendwie runter. Ah ja, stimmt, da vorne war's. So, raus mit dir. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil ich nämlich gerade vorhin festgestellt habe, dass wenn ich doch die eine Taste drücke, dann geht das Mikrofon an. Ich hoffe auch, dass bei den ganzen Parts vorher ich nicht irgendwo doppelt zu hören war. Ich hoffe es jedenfalls. So, benutzen Holzdielen. Da. Da fangen wir an. Alles klar. Das wird halt jetzt wieder ein Gebäude werden, ne? Mal jetzt halt einmal erst den kompletten Boden. Da kann ich auch nicht allzu viel labern dabei. Ich mache halt den Boden jetzt gerade. Aber mal schauen, wie viel von den Brettern wir brauchen. Ich hätte natürlich auch kaufen können, das ist klar. Aber warum? Wenn ich selber herstellen kann. Vor allem, wenn ich damit ja wesentlich mehr Spaß habe. Gut. Das erste Haus haben wir. Es sind also 112 von diesen Dingern, die wir brauchen, von diesen Brettern. Das ist natürlich schon interessant. So, ich mache das jetzt genauso wie beim anderen auch. Ich mache erstmal den Boden. So, und das geht ja relativ schnell, ne? Also zumindest, es kommt einem selber, wenn man es macht, so vor, als würde es relativ schnell gehen. Am Ende habe ich dann zwei Häuser und die 30 Minuten sind um.
Nein, natürlich nicht. Es dauert natürlich schon eine Zeit lang. So, damit haben wir das da. Mal gucken, nachnehmen muss ich auf jeden Fall nochmal. Weil das wird jetzt für das Haus nicht reichen, das ist klar. Wir sind auch schon gleich wieder am Ende. Und dann muss ich auf jeden Fall nochmal Bretter holen. Überall sind die Hammer. Die Hämmer. Sehr voll der Hammer. Vor allem, wenn wir jetzt dann noch mit Farben und so weiter arbeiten können, das ist halt dann auch noch interessant, ne? Weil dann können wir nämlich unser Haus streichen. Vielleicht in irgendeiner Farbe. Also in der kleinen irgendeiner Farbe, aber in, ja, keine Ahnung. Blau oder was auch immer. So. Bloß nicht auf die Taste drücken. Aber warum ist das eine jetzt da verschwunden? Wundert mich jetzt. So, gleich haben wir es. Dann ist das zweite Ding fertig. Da und da noch einer. Und? Nö. Noch? Ach, da draußen habe ich noch. Siehst du mal, das Dach habe ich jetzt, das Vordach habe ich jetzt ganz vergessen. Okay, damit ist das fertig. 50 Meter bis zu dem Bauwerk. Deswegen würde ich. Oh, das sind echt viele. Lego. Warte mal. Wir verbauen jetzt halt mal das, was wir haben. Das machen wir jetzt halt mal. Es sind immer sehr viele, 66 Stück. Wir brauchen quasi für jeden Tacker brauchen wir zwei solche Planken. So. Und dann werden wir nämlich oben mal das Stück Wald kaufen und dann ein bisschen Holz fällen, weil das müssen wir machen. So, das ist schön, dass er da steht und zuguckt, ne? So, nur noch, nur noch, nur noch. Da. Und da. Da noch. Okay, dann haben wir das Vordach fertig. So, wie viel habe ich noch? 14. Man braucht im Grunde für jede Wand zweimal tackern. Dann ist die fertig. So, hier nochmal. So, eigentlich ist es ja auch wurscht. So, damit haben wir die verballert. So, dann geht es jetzt erst einmal wieder nach Hause. Und dann gehen wir gegenüber in das Waldstück und holen uns das. Und dann können wir nämlich einfach mal ein bisschen Holz noch fertigen. Knapp. Mal wieder einen Schluck Kaffee trinken. Ist ja gut, dass wir mit Kutschenfuhrwerken angefangen haben. Und dass wir das da jetzt schon bekommen haben. Ja. Nicht gegen den Zaun. Da könnte ich auch mal gucken. Ah ja, okay, da kann man auch noch. Aber nee, ich will jetzt auf jeden Fall das hier kaufen, weil das ist jetzt für den Anfang mal genug. Ich bin eh gespannt, wie das dann sein wird, wenn wir dann pflanzen können.
Wie lange dauert es dann? Das ist dann die Frage, ne? Ey, das ist das letzte Mal auch schon hier in der Ecke hängen geblieben. Und dann müssen wir ja noch unsere Kräuterkundlerin. Die müssen wir auch noch besuchen, glaube ich. Dann haben wir noch eine andere Quest. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erst einmal den Kauf von dem Grundstück. Und da brauchen wir dann sowieso wieder den Traktor und den Hänger. Also den Holzstammauflader. Ich habe das nämlich auch schon vorbereitet hier an der Stelle. So, wir könnten jetzt eigentlich noch... Ja, wir könnten aber auch die Bretter einfach... So ganz koscher ist mir das da nicht, wie die rumfliegen, ne? Die hier passen. Die hier im Grunde auch, die zwei, ja. Okay. Lassen wir es mal. Wir schnappen uns den Tracker. Tracker die Track. Komm, einsteigen. Dann fahren wir einfach einmal ganz kurz hier gegenüber in das Stück Wald. Weil das will ich jetzt nämlich kaufen. So. Also gut. Kaufe dieses Waldgrundstück. Wir können das kaufen für 2827 und den 5655. So. Nun kannst du die Bäume fällen. Bäume fällen und Büsche niedermachen. So, dann wollen wir mal in die Richtung. Na, nicht zu schnell. So, also jeder von diesen Baumstämmen gibt im Grunde 300 Bretter. Nicht auf die Straße fallen. So, da die Äste entfernen. Ich kann ja gleich die Büsche ein bisschen wegmachen. Wenn das geht. Na? Irgendwie. Oh, der ist aber lang. Der ist richtig groß, der Baum. Okay, ne, das ist dann wieder der Abfall quasi da oben. So. Das heißt, wir haben einen Stamm. Zwei. Ach. Drei. Vier und fünf. Fünf Stämme haben wir da. Cool. So, dann machen wir den da. Schauen mal, ob das da auch so viele sind. Ich denke mal, dass die auch ein relativ gutes Wachstum haben. Hoffe ich zumindest. Mal kurz die Büsche noch mit wegmachen. Das sind ja keine Bäume, das sind wirklich nur Büsche. So, hier. Äste entfernen. Achso, das war's schon. Hm, der ist dann anscheinend nicht so groß wie der andere. Okay, drei Stücken haben wir zumindest da draus bekommen. So, dann haben wir fünf. Also acht Stück haben wir jetzt.
10 sollten wir ja locker drauf bekommen, ne? Da wäre es jetzt, glaube ich, nicht einmal so schlecht, wenn wir einfach... Oh, ihr habt den da. Den da machen wir. Ja. Der schaut auch richtig dick aus. Vielleicht gibt der auch 5. Jedenfalls wollte ich ihn auch in die Richtung fallen lassen, aber ich glaube, die fallen immer in die Richtung, in die man guckt. Das haben sie schon nicht schlecht animiert, finde ich. Ach nee. Gut. Gut, gut. Also, Äste weg. Ist auch auf jeden Fall etwas größer. Mal schauen, ob der auch 5 Stämme gibt, aber so wie es ausschaut, ja. Nochmal. Oh, wow. Wie groß war denn der? Das sind einige mehr. Okay. Also haben wir einmal das Stück Abfall. Da halten wir jetzt zwar wegen dem Verkehr auf, aber das ist mir ja wurscht, ne? Kiefern, 7 Fichten, 10-mal toter Stamm. Weiß gar nicht, kann man mit dem toten Stamm auch irgendwas anfangen? Ja, wir werden 10, ne? Aber ich würde sagen, jetzt lade ich erst einmal den ganzen Mist auf. So. Gleich die Büsche noch wegmachen. Oh. Ich habe die Springen-Taste quasi entfernt. So. Also, rein da. Halt. Leertaste. Das darf ich jetzt nicht verwechseln. Yes. Hey Leute, das ist mein Baum. Muss das sein, dass du den anfährst? Schon einige bei dem Baum jetzt. Yes. Okay. Gut, und dann würde ich... Oh. Sagen, nehmen wir noch den einen mit hier. Zack. Und den lassen wir dann quasi auf der Gabel. Und allzu weit haben wir es ja nicht. Ups, nicht gegen das Schild fahren. For sale ist gut, weil das werde ich ja kaufen. So. Weil wir sollten die Bretter deswegen drin lassen, weil die können in der Zeit trocknen. Wenn wir jetzt dann die Stämme drin haben im Wasser, dann können die nämlich in Sägewerk rollen, da können Bretter draußen stehen und dann können wir die direkt mitnehmen. So. Yeah.
Es ist halt, das habe ich ja das im letzten Part, glaube ich, schon gesagt, halt ein bisschen zeitintensiv, ne? Aber es gehört halt einfach dazu. Ich kann zwar ab und zu mal mittendrin irgendwie einen Schnitt machen, so wie ich es jetzt beim Haus gemacht habe. Das ist natürlich überhaupt kein Thema. Aber ansonsten wird der Part einfach so laufen. So. Da schwimmen sie hin, die Hölzer. Sammeln wir halt einmal das ein, was jetzt da noch rumliegt. Währenddessen werden die anderen hoffentlich in die Fabrik schwimmen. Bin ich jetzt richtig? Naja, fast. Ich bin doch nicht ganz richtig jetzt gerade im Moment. Letzte Gebäude eingesammelt. So, jetzt schaue ich mal, dass ich da vorne rumfahre, dann quasi von der hinteren Seite mich nach vorne arbeite. Ups. Es ist echt schwer, teilweise. Jetzt sag bloß. Ich will jetzt nicht wegen einem Stamm jetzt. Moment. So, dann nehme ich den nämlich noch so. Zack. Und dann dürfte eigentlich hier kein Stamm mehr rumliegen. Bitte zum Fluss. Das ist halt das Schöne an dem Automatisierten. Das macht alles alleine. Also die man schmeißt halt im Grunde bloß die Stämme ins Wasser. Und schon passt es. So, wir werden rich werden im Laufe der Zeit. Es dauert natürlich eine Zeit lang, das ist klar. So, und noch den und dann noch einen. Okay. Aber die Zeit, die rast heute auch wieder dahin, ne? Das ist der Hammer. Ruckzuck ist da eine halbe Stunde rum. Jo. Die sind am Laufen und am Sägen. Jetzt würde ich sagen, fahre ich mal das Vehikel schnell hier wieder auf die Seite. Yep. Und dann schnappen wir uns nämlich mal noch gar nichts, oder wie? Ah! Das ist im Grunde der erste, der jetzt gerade
Ich will da rein. Ah, ich muss irgendwie die Steuerung noch fixieren. Weil bei Springen habe ich nämlich nichts. Da könnte ich Steuerung, linke Steuerung machen. Okay. Spiel fortsetzen. Okay, das geht alles wirklich Hand in Hand hier. Also hier rollern auf jeden Fall ein Stamm nach dem anderen rein. Das ist schon mal ganz gut. So, wie ist es hier? Kommen da noch welche angeschwommen? Jawohl, da haben wir noch welche drin. Das ist gut. Da kommen noch welche. Ja, das ist doch hervorragend. Dann können wir auf jeden Fall... So, weil der ist jetzt fertig. Dann kommt der nächste Stamm dann gleich. Jawohl, da ist er schon. Zack. Dann kann das alles nebenbei wunderschön laufen. Jawohl, der nächste wird hochgeschippt. Geschippt. Er wird entrindet und geschnitten. Perfekt. Und wir kriegen im Grunde ein Bauholz, welches wir hier direkt mit dem Kran dann aufheben können. Wie viel sind fertig? Das überlappt sich alles ein bisschen. Späne. Räderkiste. Vollständig funktionsfähig. Ich sehe jetzt halt nicht Lagerbretter. Ah, Bretterkistenproduktion, eine. Alles klar. So. Dann werden wir im Grunde das nächste Mal hier weitermachen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Yes, es funktioniert. Okay, die können wir direkt dann quasi aufladen, sobald die hergestellt sind. Und das nächste Mal fahren wir dann quasi wieder mit dem vollen LKW los. Ich muss nur aufpassen, dass ich das letzte Haus im Grunde nicht fertig mache. Also das wär ganz wichtig, dass wir quasi die Bretter noch zurückschaffen können. Und erst dann fahre ich hin und mache im Grunde die Häuser fertig. Ich denke, das ist am gescheitsten. Okay, aber für heute ist es auf jeden Fall gewesen. Und ich würde sagen, ich will das Leertaste weghaben. Ah, jetzt. Für heute war es das jedenfalls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und dann täte es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Tja, ansonsten, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.